Der Jugendsprecher der NEOS, Janik Schetti, ist jetzt am Wort. Werte Zuseherinnen, werte Zuseher. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sprachlos, was diese Sondersitzung betrifft. Es ist eine Sondersitzung, die von der Regierung, von den Regierungsfraktionen beantragt wurde, eiligst beantragt wurde. Und vielleicht für Sie, werte Zuseherinnen und Zuseher, um das auch zu erklären, es ist eine Sitzung, die außerhalb des Normbetriebes des Parlaments stattfindet, also die ein Sonderinstrument ist, wenn man so möchte. Und die wurde eiligst einberufen mit einem Zweck. Und der Zweck war, so hat er gelautet, entgegen dem, was Sie heute gesagt haben, ein Paket gegen Kinderarmut vorzulegen. Heute findet diese Sitzung statt. Und was liegt nicht vor? Ein Paket zur Bekämpfung von Kinderarmut, sondern ein Bruchteil dessen, was Sie vorgeschlagen haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, so etwas wie hier heute hat es überhaupt noch nie gegeben. Jeder Baumeister weiß, dass wenn die Schlüsselübergabe ansteht, dann muss man das ganze Haus übergeben. Und Sie haben dieses Haus, Bekämpfung von Kinderarmut, da haben Sie nicht einmal die Wände errichtet und machen das hier heute, diese Sondersitzung. Unfassbar. Herr Kollege Hammer, das ist keine künstliche Empörung, weil es geht um was sehr Ernstes, auch wenn Sie das scheinbar wahnsinnig lustig finden, Bekämpfung von Kinderarmut. In Ihrer Pressekonferenz haben Sie angekündigt, versprochen, 500 Millionen Euro zur Bekämpfung von Kinderarmut. Für Alleinerzieherinnen und für Alleinerzieher, für Bezieherinnen und Bezieher von Notstandshilfe, Arbeitslosengeld, Ausgleichszulage und Sozialhilfe. Und wir haben das gelesen, diese Ankündigung, und uns gedacht, gut, dass die Bundesregierung sich endlich diesem Thema annimmt, dass sie erkennt, dass man gegen Kinderarmut was tun muss. Und wir schauen uns dann an, wenn dieser Vorschlag kommt, konkret, wie wir uns dazu positionieren und welche Stellung wir dazu beziehen. Und jetzt liegt ja nicht einmal ein Vorschlag vor, es ist ein Rumpfvorschlag. Und das ist eine krachende Katastrophe und ein Armutszeugnis für die unfassbare Unfähigkeit dieser Bundesregierung. Weil sie helfen nicht denen, die es brauchen. Es ist keine Treffsicherheit. Sie helfen nicht so, wie sie sollten. Nämlich sie machen keine Sachleistungen, sondern Geldleistungen. Und sie halten nicht das, was sie versprochen haben. Weil hier heute zur Beschlussfassung nur ein Bruchteil dessen kommt, was sie angekündigt haben. Und statt Kindern in Not zu helfen, klammert sich diese Bundesregierung, das sieht man in allen möglichen Fragen, kleben sie sich an die Sessel der Macht, statt für die Österreicherinnen und für die Österreicher zu arbeiten. Und ich sage Ihnen, wie ich das finde. Ich finde, das ist verwerflich. Es ist eine Katastrophe. Und deswegen, Herr Kollege Hammer, weil Sie das so lustig fanden zu Beginn, es ist eine Katastrophe, weil wahnsinnig viel zu tun ist. Kolleginnen und Kollegen haben das heute schon erwähnt. Hunderttausende Kinder, über 100.000 Kinder leben in sogenannter manifester Armut. Das heißt, sie können sich Güter oder ihre Familien Güter des täglichen Lebens nicht leisten. Und ich glaube, gerade viele hier im Sektor der ÖVP, die können sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Für 40.000 Kinder, die in Wohnungen leben, die nicht warm gehalten werden können. 80.000 Kinder, die in Familien leben, die sich nicht leisten können, jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine vergleichbare vegetarische warme Speise zu bekommen. Und 120.000 Kinder, die in Familien leben, deren Familien massiv in Zahlungsrückstand sind. Sie versprechen in einer PK viel, hier im Parlament beschließen sie wenig und lassen damit die betroffenen Kinder und ihre Familien im Stich. Und jetzt kommt das Verrückteste. Jetzt kommt das Verrückteste, wenn man Ihrem Kollegen Sieber zuhört, der übrigens der Redner ist mit der meisten Redezeit hier in der Debatte, der nur über Wien redet. Der besitzt die Dreistigkeit, obwohl Sie nichts zustande bekommen, just jene zu attackieren, die am meisten tun zur Bekämpfung der Kinderarmut. Und ich finde das unverschämt. Ich finde das unverschämt. Weil gerade der Herr Wiederkehr, total faktenbefreit, was Sie da sagen, gerade Christoph Wiederkehr diese Woche vorgestellt hat, etwas, was tatsächlich Kinderarmut bekämpft. Nämlich, ich finde wirklich, und das kann man doch auch mal anerkennen, ein großartiges Projekt für 50.000 Kinder und ihre Familien. Nämlich ein gratis Mittagessen, ein gratis warmes Mittagessen in allen Kindern in Pflichtschulen, die in Ganztagesbetreuung sind. Und da kann man doch einfach mal sagen, das ist großartig und das bringt etwas. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, warum man alles schlecht machen muss und gerade in dem Punkt, wo man selber nichts zustande bekommt.
wo man selber nichts zustande bekommt. Das entlastet übrigens eine Familie mit 2 Kindern in Wien um 2.000 Euro pro Jahr. Und weil diesen Zugang, den wir auch in Wien wählen, der auch dringend auf Bundesebene notwendig wäre, bringe ich abschließend einen Entschließungsantrag ein. Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage vorzulegen, die gezielte Sachleistungen für bedürftige Kinder vorsieht. Vielen Dank. Ein Haus also, bei dem noch nicht einmal die Mauern stehen würden, so bezeichnet Jannik Schetti hier das angekündigte Gesetzespaket der Bundesregierung.